Hallo Marius Ebert hier. Im letzten Video haben wir das Thema Abmahnung behandelt und wir haben gesehen, die Abmahnung ist eine Vorstufe, in den allermeisten Fällen eine zwingende Vorstufe für die verhaltensbedingte Kündigung. Und ich habe im letzten Video gesagt, dass der Prüfer, wenn er mit uns das Thema Abmahnung behandelt hat, möglicherweise hier jetzt weitermacht und sagt, okay, Sie haben gerade sehr schön dargelegt, die Abmahnung ist eine Vorstufe für die verhaltensbedingte Kündigung. Welche anderen Kündigungsarten gibt es denn dann noch neben der verhaltensbedingten Kündigung? Wenn er so fragt, sagt neben der verhaltensbedingten Kündigung, dann kommen ins Spiel die beiden anderen Kündigungsgründe, denn das ist es ja. Ja, es ist ja eine Kündigungsart sicher, aber vor allem ist es ein Kündigungsgrund. Und da gibt es im Kündigungsschutzgesetz, das ist die Rechtsgrundlage hier, im Kündigungsschutzgesetz noch zwei weitere Kündigungsgründe, nämlich neben der verhaltensbedingten die personenbedingte Kündigung, ich kürze mal ab mit K, und die betriebsbedingte Kündigung. Und wir können hier gedanklich ja, zumindest eine gestrichelte Linie ziehen. Denn links die beiden Gründe, also verhaltensbedingt und personenbedingt, liegen in der Sphäre des Arbeitnehmers. Ja, das ist also der Bereich des Arbeitnehmers. Und die betriebsbedingte Kündigung ist eine Kündigung, die mit dem Arbeitnehmer nichts zu tun hat, für die er sich auch nicht verantwortlich fühlen muss oder Schuldgefühle entwickeln musst, denn das ist allein die Sphäre, der Bereich, der Einflussbereich, die Domäne des Arbeitgebers, die der Arbeitnehmer überhaupt nicht beeinflussen kann. Ja, eine betriebsbedingte Kündigung, wie der Name schon sagt, da liegen die Gründe im Betrieb. Möglicherweise in bestimmten Managemententscheidungen ein Werk stillzulegen, eine Produktionslinie nicht mehr zu betreiben, was immer, ja, irgendwelche Marktanforderungen oder Marktveränderungen, die hier sich auswirken. Alles Mögliche, ich werde das in dem eigenen Video noch erläutern. In diesem Video soll es gehen um die personenbedingte Kündigung, die wir gerade eingeordnet haben, ich will es aber nochmal hinschreiben, diese drei, also verhaltensbedingt, personenbedingt und betriebsbedingt, sind Gründe, die einzigen Gründe laut Kündigungsschutzgesetz, KSchG, Kündigungsschutzgesetz, die drei einzigen zulässigen Gründe laut Kündigungsschutzgesetz. Wenn also für den Arbeitnehmer das Kündigungsschutzgesetz gilt, dann kann er nur aus diesen drei Gründen, kann ihm nur aus diesen drei Gründen ordentlich gekündigt werden. Daneben gibt es natürlich immer die außerordentlich auch genannt fristlose Kündigung. Ja, die steht hier sozusagen noch neben allen diesen dreien, denn alle diese drei Arten sind Arten der ordentlichen Kündigung. Und ordentliche Kündigung bedeutet, dass es eine Kündigungsfrist gibt, sodass sich im Prinzip beide Seiten, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf die neue Situation einstellen können. Und daneben gibt es noch die außerordentliche Kündigung, die man auch fristlose Kündigung nennt. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die personenbedingte Kündigung. Wir haben also verhaltensbedingt, wir haben personenbedingt, wir haben betriebsbedingt. Und personenbedingt, ich sagte schon, diese beiden verhaltens- und personenbedingt haben mit dem Arbeitnehmer zu tun, liegen in seiner Sphäre. Die betriebsbedingte liegt allein in der Sphäre des Arbeitgebers.
Was ist der Unterschied? Verhaltensbedingt bedeutet, was er oder sie tut. Was er tut oder sie. Und personenbedingt bedeutet, wie er oder sie ist. Das ist der Unterschied. Ja, die Grenzen sind oft nicht so klar, wie es hier im Moment erscheint. Ja, was er tut, wie er ist, kann man das immer so sauber trennen. Fakt ist, die personenbedingte Kündigung bezieht sich allein darauf, wie jemand ist. Und das ist die Abgrenzung zur verhaltensbedingten Kündigung. Die Gründe liegen also in der Person. Gründe liegen in der Person, wie jemand ist. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, nur nochmal anders formuliert. So finden Sie es in den meisten Lehrbüchern. Ja, dass jemand das so klar rausarbeitet, das finden Sie eigentlich eher selten in Lehrbüchern. Also in den Lehrbüchern steht, die Gründe liegen in der Person, und bei der verhaltensbedingten Kündigung steht dann, die Gründe liegen im Verhalten. Ja, klar. Ne? Das sagt ja schon das Wort, nur viel schlauer sind wir deswegen nicht, deswegen habe ich es andersrum erklärt. Also wie er ist, ist genau das. Die Gründe liegen in der Person. Und jetzt brauchen wir ein Beispiel. Was heißt denn das, wie er ist, im Unterschied zu was er tut? Der hauptpersonenbedingte Grund ist die Krankheit. Wie er ist krank oder seine Gesundheit ist halt nicht so gut, nicht so robust und was weiß ich, wie bei anderen Menschen, die deutlich weniger krank sind. Das sehen wir als personenbedingten Grund an. Ja, Moment mal, der säuft aber auch so viel und der raucht und der macht keinen Sport und das und das. Ja, sehen Sie, das meine ich. Ja, die Krankheit kann natürlich auch in einem Zusammenhang stehen zu Verhalten. Ja, wir untersuchen ja so etwas und Ärzte untersuchen das und alle möglichen Trainer untersuchen das, ob man durch sein Verhalten, auch durch was man isst, und zwar in dem Fall mit SZ geschrieben, seine Gesundheit beeinflussen kann. Und die Antwort lautet vermutlich bis zu einem gewissen Grad ja. Und das meine ich. Ja? Verhalten und so sein kann man nicht immer ganz genau trennen. Nur bei der Krankheit ist man sich bisher einig und sagt, das ist ganz klar personenbedingt. Und dass jemand vielleicht die Krankheit durch schlechte Ernährung, durch mangelnde Bewegung, durch Rauchen, durch Alkohol, durch was weiß ich denn, selber herbeigeführt hat, möglicherweise zu einem gewissen Teil, das blenden wir aus. Ja, Krankheit wird also ganz eindeutig zugeordnet der Rubrik personenbezogen. Und das wird, um das Beispiel noch einmal hier zu fokussieren, besonders deutlich beim Alkoholiker. Alkoholismus gilt als Krankheit, obwohl das durch, in den allermeisten Fällen, durch Verhalten gekommen ist, durch Verhalten entstanden ist. Ja, dann gibt es wieder Leute, nein, also es gibt auch eine gewisse Veranlagung und der Vater war schon so und das sind gewisse Gene und was weiß ich denn. Ja, also auch da kommt man letztlich zu diesem Ergebnis. Alkoholismus ist eine Krankheit, das heißt, eine Kündigung aus diesen Gründen ist personenbedingt. Ja, aber der säuft doch jeden Tag im Betrieb. Der hat dann immer einen Flachmann in der Tasche. Jeder weiß das doch. Man, wenn man dem zu nahe kommt, dann riecht man seine Fahne. Das muss doch verhaltensbedingt sein. Ja, vielleicht kann man auch so erstmal ansetzen und sagen, Alkohol ist verboten am Arbeitsplatz. Sie haben dann und dann immer einen Flachmann gehabt. Zeuge ist sowieso.
So kann man ansetzen, aber dann kommt er und nachher sagt er, ja, ich bin Alkoholiker. Hier ist das ärztliche Attest oder was weiß ich, das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung. Also, das ist der Hauptgrund. Krankheit ist eindeutig personenbedingt. Wir sehen das so. Vielleicht in 100 Jahren sehen wir das anders, aber im Moment wird das so gesehen. Krankheit ist personenbedingt. Dann könnte man noch ein weiteres Beispiel nennen. Verlust des Führerscheins. Verlust des Führerscheins. Da ist jemand, eine Person mit Führerschein und eine Person, der man den Führerschein entzogen hat. Das ist also personenbedingt. Ja, aber das ist doch durch ein bestimmtes Verhalten entstanden. Ja, trotzdem. Man ordnet es zu personenbedingt, wie jemand ist, eine Person ohne Führerschein. Ja, das ist personenbedingt. Wie gesagt, 80, 90, vielleicht sogar mehr Prozent der Fälle drehen sich um diesen einen personenbedingten Grund Krankheit. Wir müssen im Prinzip auch noch die Kündigung wegen Krankheit, die ja ein Unterpunkt oder ein Beispiel ist für die personenbedingte Kündigung, noch besonders erläutern, denn da gibt es wieder noch engere Regeln, ja, entwickelt durch das Bundesarbeitsgericht. Und das müssen wir uns natürlich noch besonders anschauen. Aber in diesem Video ging es erstmal darum, die personenbedingte Kündigung zu erläutern. Und mir geht es immer besonders darum, sie strukturell einzuordnen. Wir haben also laut Kündigungsschutzgesetz genau drei Gründe. Ja, also eins verhaltensbedingt, zwei personenbedingt und drei betriebsbedingt. Man kann das natürlich auch in einer anderen Reihenfolge nennen. Ich glaube, im Kündigungsschutzgesetz ist es betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Genau umgekehrt, meine ich, wäre die Reihenfolge. Betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Das sind die Gründe laut Kündigungsschutzgesetz, die zulässig sind, wenn der Arbeitnehmer Kündigungsschutz hat. Das war's für dieses Mal. Alles Gute, Marius Ebert.